Und herzlich willkommen zum dritten Beispiel zum Wasserhahn unter der Überschrift integrale Änderungsraten und was geht da ab. Wir nehmen uns mal so einen klassischen Wasserhahn. Da fließt Wasser raus. Kann man also auch als Experiment nachstellen. Und es fließt hier in so ein Becken. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir reißen den Wasserhahn auf und lassen ihn dann, machen wir die Stoppuhr an und stecken dann den Stöpsel rein. Stoppuhr, Stöpsel. Fangen also unsere Beobachtung, hier beispielsweise reißen wir den auf, geht irgendwie nach oben die Durchflussgeschwindigkeit. Durchflussgeschwindigkeit in Liter pro Sekunde steigt irgendwie an. Und ab der Stelle, wo wir den Stöpsel reingesteckt haben, hier an der Stelle machen wir den Stöpsel rein. Stöpsel rein. Da lassen wir den Hahn los, oder das Ventil hier, und dann fließt er mit einer konstanten Geschwindigkeit, das ist natürlich jetzt hier, soll eine Parallele zur X-Achse sein, fließt da Wasser raus. Da können wir hinterher sagen, wie viel Wasser ist denn da reingeflossen. Das kann man dann ganz schön machen, weil man hat ja vorher quasi nichts drin gehabt. Dann hat man den Stöpsel reingesteckt und dann kann man ja immer gucken hinterher, wie viel Liter da reingehen. Man kann das auch mit einem Litergefäß machen, dass man hier irgendwie dann hinterher nachgucken kann, okay, wie viel ist denn da rausgeflossen. Da kann man das also wirklich richtig nachvollziehen. Und haben wir vorher schon in den ersten beiden Beispielen gehabt, dass die Fläche unter dieser Kurve dann hinterher die Gesamtänderungsrate bzw. die Gesamtliteranzahl, die da reingeflossen ist, repräsentiert. Das Ganze kann man sich natürlich auch noch anders vorstellen. Jetzt tun wir mal so, als wäre das Becken schon voll. Und wir nehmen jetzt den Stöpsel hier, das machen wir mal ein bisschen anders hier, ein bisschen figelinsch, so zack. Zack, hier haben wir, das ist jetzt quasi so eine schöne Vase, und hier unten steckt der Stöpsel drin. Das Ding ist randvoll gefüllt. Dieses hier gilt natürlich jetzt nicht mehr, man könnte jetzt sagen, es ist eine Abflussgeschwindigkeit. Dieses hier gerade eben war eine Zuflussgeschwindigkeit. Ich mache das hier nochmal ein bisschen kleiner hin. Dieses hier war eine Zuflussgeschwindigkeit in Liter pro Sekunde. Und hier ist Zeit in Sekunden und hier ist die Geschwindigkeit, die Zuflussgeschwindigkeit in Liter pro Sekunde. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will in dieses Ding hier, will ich die Abflussgeschwindigkeit eintragen. Das heißt, hier sind meinetwegen sind da 5 Liter drin. 5 Liter Wasser. Dann nehme ich das hier mal ganz kurz weg, damit ich da gleich weitermalen kann irgendwie. Und ich habe das Ding jetzt ausgemacht, dann fällt hier die Geschwindigkeit auf 0. Da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken und mache eine kleine Pause hier in der Zeit. Und danach reiße ich hier den Stöpsel raus und ich sage mir, okay, wenn ich den Stöpsel rausgerissen habe und das so angeordnet ist, dann spielen wir jetzt mal, dass das, wir könnten uns ja auch so ein Gefäß vorstellen hier, wo hier der Stöpsel ganz unten komplett drin ist, sodass das dann, wir tun mal so, als würde es in gleichmäßiger Geschwindigkeit hier rausfließen, genauso wie es hier in gleichmäßiger Geschwindigkeit zugeflossen ist. Dann sieht das Ganze so aus. Wir haben dann eine negative Zuflussgeschwindigkeit, wenn dieses hier meinetwegen 2 Liter pro Sekunde gewesen ist und dieses hier sind dann minus 2 Liter pro Sekunde. Warum erzähle ich das? Beziehungsweise warum mache ich dieses Beispiel auf? Weil hier die gleiche Fläche ist oder sogar dieselbe Fläche ist wie hier. Ich habe ja vorher 5 Liter reingefüllt. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Abflussgeschwindigkeit ist gleich, oder die negative Zulaufgeschwindigkeit ist gleich der positiven Zulaufgeschwindigkeit von vorher, dann ist diese Fläche A1 gleich der Fläche A2. Das ist natürlich jetzt hier in meiner Skizze nicht ganz so, aber fast. Und wenn man dann, wir sagen, das ist so. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, was das denn jetzt hier für die anderen Beispiele auch für eine Bewandtnis hat. Wenn ich mir vorstelle, ich nehme nochmal den Läufer. Der läuft jetzt irgendwie hier so, das ist sein Laufgesetz. Ist ja jetzt in dem Fall völlig banal. Wenn wir uns überlegt haben, okay, wir haben gesehen, wie Integrale mit Änderungsraten zusammenhängen. Und ich sage, dieses hier ist die Änderungsrate, seine Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde. Zack. Und dieses hier ist nochmal die Zeit in Sekunden. Dann gucke ich mir jetzt mal an, was passiert hier eigentlich. Er wird immer schneller, immer schneller, immer schneller. Hier ist er am schnellsten.
Hier wird er immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer, immer langsamer. Und an der Stelle hier hat er eine Geschwindigkeit von 0. Macht überhaupt keine Pause, so wie hier. Und danach, was macht er dann? Der rennt er rückwärts. Das heißt, dieses Läuferlein in diesem Beispiel läuft einmal in diese Richtung. Hier ist die Nase, ja, Auge. Zack. Und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und dann plötzlich an der Stelle, wo er schon so langsam geworden ist, dass er fast steht. In dem Moment, wo er steht, fetzt er zurück. Das ist vielleicht beim Laufen nicht ganz so klar. Wenn man sich jetzt aber zum Beispiel mal einen Schwimmwettkampf anguckt und sich überlegt, dass an dieser Stelle hier die Wendemarke ist, dann sagt man, okay, der stößt sich da an der Stelle ja ab. Erstmal wird er langsamer, weil er schwimmt dann irgendwie hier Becken, so da Beckenrand, hier Schwimmer. So, schwimmt da lang, macht dann hier eine Wende und an der Stelle stößt er sich ab, das heißt bei 0, ne, und dann wird er gleich wieder genauso schnell. Wir tun mal so irgendwie, aber jedenfalls ist es da vielleicht leichter zu begreifen, irgendwie, dass man sagt, das Beispiel ist jetzt nicht ganz, ne, nicht ein Beispiel oder ein Bild ist nie hundertprozentig zu diesem hier. Wenn wir jetzt sagen, okay, an der Stelle ändert er einfach seine Richtung, aber er kommt ja immer noch vorwärts. Dann müssen wir jetzt also sagen, dass wenn wir wenn wir eine negative Änderungsrate haben, dann ist es zum Beispiel ein Abfluss vom Wasser oder beim Laufen oder beim Schwimmen irgendwie eine Richtungsänderung. Und was bedeutet jetzt diese Fläche hier? Und was muss ich da beachten? Wenn ich diese Fläche hier berechne und dann hinterher sagen soll, wie weit ist er gekommen, dann brauche ich hier für dieses Teil, das ist ja die Fläche, von mal wegen dem Punkt, ne, der Stelle A bis zur Stelle B. Und da brauche ich aber die Betragsstriche rundherum, um das Integral. Und auch hinterher um die Flächengeschichten. Denn wenn ich sage, wenn ich jetzt hier das Integral berechne, einfach nur so, Integral von f von t dt von A bis B, in diesem Fall hier, dann kriege ich was Negatives raus. Und dieses Negative bedeutet, dass es in die andere Richtung geht. Wenn wir das hier als vorwärts interpretiert haben, in diesem Intervall, dann interpretieren wir das hier als rückwärts. Dann können wir hinterher sagen, okay, alles klar, ist rückwärts gelaufen. Ich komme da auch gleich nochmal mit einem Beispiel zu, mit einem vierten Beispiel. Wenn ich jetzt hier Betragsstriche rummache, dann habe ich auch die Betragsstriche um was Negatives und das ist was Positives. Und dann kann ich die Frage beantworten, wie weit ist er denn geschwommen? So. Und das soll jetzt auch tatsächlich an der Stelle genügen. Ich habe jetzt gleich noch ein drittes Beispiel, wo Wurzeln in den Boden wachsen. Und zwar wie die Sau schnell. Hier kommt ganz schnell das Schild ins Bild und ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.